Ja, so ungefähr ist alles drauf. Also man sieht schon mal, worum es geht. Ja, über die zwei Zeugen. Über die zwei Zeugen ist viel berichtet worden, viel auch immer wieder mal gepredigt worden. Nicht so im Alltagsgottesdienst, aber in so Bibelstunden oder auch bestimmten Kreisen, die sich vielleicht mit den Themen besonders beschäftigen. Ich glaube, mit dem Evangelium ist das wie mit dem gemischten Salat. Da gehört von allem etwas rein. Das haben wir auch gemacht. Wir haben auch praktische Glaubensleben uns angeschaut. Wir haben Römerbrief uns angeschaut. Wir haben geguckt, ob biblische Lehre auch seelsorgerlich für uns nützlich und hilfreich ist und haben das auch gesehen. Aber ich denke, in so einem Salat darf auch mal die ein oder andere Sache drin sein, wie so die zwei Zeugen, die etwas ungewöhnlich ist. Sie merken schon, ich entschuldige mich da etwas für dieses Thema, was zugegebenermaßen ein besonderes Thema ist, aber mir sehr am Herzen liegt und ich auch schon sehr lange drüber arbeite. Also über die zwei Zeugen. Wir lesen erstmal den Text, weil ohne Text ist das immer schwierig. Johannes schreibt in Johannes 11 in der Offenbarung. Offenbarung 11, Vers 1. Es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Das sind 3,5 Jahre. Und ich will meinen zwei Zeugen, da werden die zum ersten Mal erwähnt, ich will meinen zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, das sind auch 3,5 Jahre, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Erinnert Sie das an was, diese zwei Ölbäume und die zwei Leuchter? Wüssten Sie da eine Bibelstelle aus dem Alten Testament? Sachaja, ja, Sachaja. Also wir sehen, dieser Text, Offenbarung 11, hat auch Beziehungen zum Alten Testament und dem spüren wir auch gleich mal ein bisschen nach. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese haben Macht, den Himmel zu verschließen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen aller Art, so oft sie wollen. An wen erinnert uns das? Wüssten Sie da zwei Personen aus dem Alten Testament? Mose. Mose hat Wasser in Blut verwandelt und Elia hat Feuer vom Himmel fallen lassen. Also wieder ein Bezug zum Alten Testament. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, nach den 1260 Tagen, nach 3,5 Jahren, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, das ist vermutlich ein Weltreich, was die Bibel oft vergleicht, also Weltreiche vergleicht mit Tieren, räuberische Tiere, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt. Welcher Stadt? Die Stadt, die geistlich heißt Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Jerusalem. Jerusalem wird beschrieben geistlich als Sodom und Ägypten. Das ist aber seltsam. Aber wir kommen nicht umhin, das so zu sehen. Denn hier steht die Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und noch erstaunlicher ist, und da kommen wir gleich zu, dass das wohl ihr Herr ist, aber wenn der Gekreuzigte ihr Herr ist, dann wären die ja Christen. Also das ist ein großes Fragezeichen. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn wir den Text nicht gelesen hätten und ich hätte Sie jetzt einfach so gefragt, jemand, der sagt, Jesus, der Gekreuzigte ist sein Herr, was ist denn das, das ist ein Christ? Aber in Verbindung mit den zwei Zeugen klingt das ganz seltsam. Aber auch, dass Jerusalem beschrieben wird als Stadt, die geistlich Sodom und Ägypten heißt, hätte man nicht erwartet in dem Text. Es sind viele Dinge in dem Text, die sehr, sehr unerwartet sind. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname, nämlich die Leichname dieser zwei Zeugen, 3 Tage und einen halben und lassen nicht zu, dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und sind fröhlich und werden einander Geschenke senden, denn diese zwei Propheten hatten gequält,
die auf Erden wohnten. Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Steigt herauf. Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der 10. Teil der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen, und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, siehe, das 3. Wehe kommt schnell. Und der 7. Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, der Gott, der ist und der war, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschest. Und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar, und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Die 2 Zeugen passen in kein Schema. Wo kommen die her? Es passt nicht in unser paulinisch-neutestamentlich geprägtes Glaubensumfeld. Da sind noch irgendwo 2 Zeugen. Wer sind die denn? Wo kommen die denn her? Viele Gelehrte haben in den letzten Jahrhunderten auch immer wieder darüber nachgedacht, wer das denn sein könnte. Aber man hat bis heute eigentlich so keine wirkliche Vorstellung davon, wer die beiden sind. Und die passen auch, die fehlen überhaupt nicht so im neutestamentlichen, in der neutestamentlichen Verkündigung, oder? Und auch im Alten Testament, also es gibt ein paar Bezüge, die wir gesehen haben, auf Elia, auf Mose, auf Sacharja. Und deswegen vermuten auch manche, dass das Elia und Mose sein könnte, die ja mit dem Herrn auf dem Berg der Verklärung waren, dass die wiederkommen. Elia soll ja auch wiederkommen, alles zurechtbringen, obwohl Jesus gesagt hat, wenn ihr wollt, Elia war schon da und ihr habt ihn nicht gehört. Ja? Also es ist ganz erstaunlich, was da mit den 2 Zeugen wohl sein soll. Und irgendwie passen die in gar kein Schema rein. Wenn wir den Text mal genau lesen, das ist immer wichtig im Glauben auch, dass man die Bibel liest und nicht beiseite legt und sofort so seine Gedanken hat oder seine Schublade, wo man das dann reintut, sondern mal sich zurücklehnt und mal sagt: Angenommen, ich wüsste gar nichts und fange ganz neu an zu lesen. Dann steht hier vom Tempel Gottes. Dem Johannes wird gesagt: Nimm dir einen Messstab, einen Rohr, einen Messstab gleich und miss den Tempel Gottes und den Altar und die, die dort anbeten. Den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Weiter unten sehen wir, dass das die Stadt ist, wo der Herr gekreuzigt wurde. Und die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde, wird verglichen mit dem Tempel Gottes und mit dem Altar. Wissen Sie, das ganze Land Israel ist so aufgeteilt wie die Stiftshütte. Mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum, mit dem Allerheiligsten. Und wenn man so will, der Vorhof ist wie Israel-Juda. Und das Heiligtum ist die Stadt Jerusalem. Und in der Stadt Jerusalem ist der Opferaltar, Golgatha. Das ganze Land ist eigentlich wie die Stiftshütte. Und wenn man das mal überlegt und voraussetzt, dann wird das eigentlich ganz verständlich, dass er den Tempel Gottes misst und den Altar, weil das hat mit Jerusalem zu tun. Das ist die Stadt, wo er hergekreuzigt wurde. Jesus sagt mal, Lukas 13, es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Seltsamer Satz, warum? Weil da der Altar ist, da wird geopfert.
Vielleicht ist das der Berg Moria, auf den Isaak das Brandopferholz getragen hat. Das ist der Altar. Und wir sehen das und sehen das doch nicht. Aber wenn wir das wissen und das von der Bibel mal so voraussetzen, verstehen wir, warum Johannes den Tempel Gottes messen soll und den Altar, weil das ist Jerusalem und er soll die messen, die darin opfern. Nein, die darin anbeten. Wenn das aber hier, wenn dieser Text Johannes und die ganze Offenbarung von der letzten Zeit redet, dann müssen wir sagen, anbeten, Gott anbeten, kann nur der, der Gott im Geist anbetet. Ist das so? Na ja, es geht nicht anders. Jesus sagt das, Johannes 3, Johannes 4. Du musst von neuem geboren werden, Nikodemus. Oder wenn ihr anbetet, Gott will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Wissen Sie, anbeten kann nur der, der wiedergeboren ist. Wenn aber die, die in der Stadt Jerusalem, sprich in dem Tempel Gottes, an dem Altar, wenn die dort anbeten, dann wären die ja Christen. Eben haben wir auch schon mal gesagt, dass wenn der Gekreuzigte ihr Herr ist, ihr Herr, dass das Christen wären. Es klingt sehr ungewöhnlich. Also ich muss Ihnen auch sagen, das klang für mich sehr ungewöhnlich. Aber wissen Sie, es geht darum, was steht in der Schrift. Misst den Tempel Gottes und den Altar, aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg. Was ist denn der äußere Vorhof? Naja, Juda, Israel, das Land. Das soll nicht gemessen werden. Nein, warum denn nicht? Weil dieser Vorhof, der ist den Heiden gegeben. Da werden die Heiden sein und die heilige Stadt werden sie, die Heiden, zertreten. 3,5 Jahre, 42 Monate lang. Das heißt, dass das ganze Land Israel, der Vorhof, besetzt ist von Heiden, von Nationen. Von einem Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt. Am Ende der Zeit. Und die Stadt Jerusalem bleibt ganz alleine übrig. Ja. Wie geht sowas? Haben wir schon mal davon gelesen? Haben wir uns schon mal damit beschäftigt, dass Jerusalem ganz alleine übrig geblieben ist? Unter Hiskia. Erinnern Sie sich da noch dran? Unter Hiskia war das mal. Da war Jerusalem ganz allein übrig. Der assyrische König hatte alle Völker und alle Weltreiche besiegt, auch Israel besiegt und ganz allein übrig blieb Jerusalem. Und in Jerusalem war der Hiskia und der Jesaja. Die zwei. Zwei? Und zwei Zeugen? Wissen Sie, dass wir das damals behandelt haben? Das war kein Zufall, sondern das ist so ein bisschen der Anlauf, den wir nehmen müssen, um hier ein Stückchen weiterzukommen. Deswegen haben wir das mal bewegt miteinander. Und wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Das würde ja bedeuten, dass hier eine ganz ähnliche Situation ist, wie sie in der Bibel schon mal beschrieben wurde, ja? Wir haben immer wieder Beschreibungen davon, dass Jerusalem belagert wird. Nicht Israel. Sie müssen genau hinhören. Und das wirft man in den eschatologischen, endzeitlichen Auslegungen oft durcheinander. Jerusalem ist der Zeiger an der Weltenuhr. Und das wird oft ganz ungenau verwendet. Und deswegen ist mir so wichtig, lassen Sie uns dann nur mal einfach lesen, was da steht. Den äußeren Vorhof des Tempels lass weg, miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Weil um die Stadt Jerusalem herum die Truppen, wie auch immer, dieses Tiers stehen und die Stadt belagern. Genau wie zu Hiskia. Aber das würde ja heißen, dass in der letzten Zeit, denn die Offenbarung spricht von der letzten Zeit, sich Dinge wiederholen, die im Alten Testament schon angedeutet sind, schon erwähnt sind. Ja, dann würde das ja bedeuten, dass wir das Alte Testament lesen müssen, um das Neue zu verstehen. Ja, aber dann würde das ja auch bedeuten, umgekehrt, dass wir das Alte nicht ohne das Neue verstehen. Nein, genau. Und wissen Sie, was wir tun? Wir vergleichen die Offenbarung mit 2. Könige 19. Wir vergleichen Epheserbrief mit 1. Mose 1. Wir vergleichen den Kolosser mit alttestamentlichen Bibelstellen und wir tun so, als ob dieses, und da, wissen Sie, das sind ja Jahrhunderte, Jahrtausende liegen dazwischen, ganze Dynastien, ganze Weltreiche, ganze Kulturen. Aber es scheint so zu sein, als ob die Bibel geschrieben ist von Menschen, die alle das Gleiche gesehen haben, den Gleichen gesehen haben. Wissen Sie, das ist etwas sehr Außergewöhnliches, dass wir das tun können mit der Schrift. Wir sind so gewöhnt daran. Aber das bedeutet ja, dass der Johannes hier in den Aussagen von der Stadt Jerusalem in der letzten Zeit
Bezug nimmt auf viele Bibelstellen aus dem Alten Testament. Das ist richtig. Sehen Sie mal, wir haben gesagt, der Tempel Gottes ist Jerusalem. Hier steht, die heilige Stadt werden Sie zertreten. Die heilige Stadt ist Jerusalem. Diese Stadt heißt geistlich Sodom und Ägypten. Das ist die Stadt, wo der Herr gekreuzigt wurde. Das ist die Stadt, wo die zwei Zeugen sterben werden. Das ist die heilige Stadt, das ist Jerusalem. Das ist der Tempel Gottes und das ist auch der Altar. Und deswegen geht es nicht an Jesus, Lukas 13, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Ein erstaunlicher Bibelvers eigentlich. Gehen wir mal weiter in dem Text. Hier steht zum ersten Mal von den zwei Zeugen, dass Gott denen Macht geben wird. Und dann erläutert er auch, diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und diesen Text haben wir aus Sachaja. Sachaja beschreibt die. Hier ist das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt. Dieses Bild haben wir in 2. Könige 19 auch schon mal. Das war damals der assyrische König. Und wissen Sie, ich sage mal ganz frank und frei, ganz offen meine Meinung. Viele Christen sagen, das römische Weltreich wird am Ende der Tage wieder aufkommen. Ich glaube, dass Gott die Weltgeschichte noch eine Raste weiter zurückdreht. Bis nach Babylon, bis nach Assyrien. Ein assyrisches Weltreich wird aufkommen. Und die Menschen werden dem hinterher staunen und werden sagen, ein Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und wieder lebendig geworden ist, das haben wir mal in der Antike gehabt und das ist jetzt, kommt jetzt wieder. Dieses Tier, was aus dem Abgrund steigt, wird die zwei Zeugen töten. Und sie werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die da geistlich heißt Sodom und Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Das sagt der Text jetzt also zu den zwei Zeugen. Mit dem Tempel Gottes und mit dem Altar ist jeweils Jerusalem gemeint. Mit dem äußeren Vorhof des Tempels kann nur Juda und Israel gemeint sein. Kann nicht anders sein. Der äußere Vorhof wird weggelassen und wird von Johannes nicht gemessen. Warum? Weil der den Heiden gegeben ist. Johannes misst nur die, die anbeten im Tempel. Die soll er messen. Die sind Gott wichtig. Diese Nationen, die werden die heilige Stadt, so sagt der Text, das ist Jerusalem, 42 Monate lang zertreten, 3,5 Jahre. Und die zwei Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, wird sie in Jerusalem töten. Es geht um Jerusalem. Und das ähnelt sehr der Situation, die wir bei Hiskia schon mal angeschaut haben. Und zwar sehr detailliert. Mit dem Wissen, mit dem Schlüssel, den Sie jetzt haben, können Sie jetzt Offenbarung 11 lesen. Wer sind denn jetzt die zwei Zeugen überhaupt? Wir haben gehört, die sind in Jerusalem, die tauchen plötzlich auf, niemand weiß, woher die kommen. Das steht nur in Offenbarung 11 von. Bis jetzt. Wir sehen gleich noch Stellen, wo die beschrieben werden. Man vermutet, vielleicht Mose und Elia, wäre ja naheliegend. Ja, wenn die Feuer vom Himmel fallen lassen können, Wasser in Blut verwandeln, wäre naheliegend, dass die Mose und Elia sind. Man hat vermutet Gesetz und Evangelium. Oder die Kirche und Israel. Oder Elia und Henoch und viele, viele andere Überlegungen. Wer sind denn die überhaupt? Sie haben den Schlüssel jetzt. Sie haben den Schlüssel. Und wir sehen gleich, und das ist interessant, wir haben 12 Stämme Israels und 2 Zeugen. 12 und 2. Finden wir das nochmal? 12 und 2. Kennen Sie das Brustschild von dem hohen Priester? Der hohe Priester, der war sehr herrlich gekleidet. Die normalen Priester hatten nur so weiße Kleider an und der hohe Priester hatte ein Brustschild und da waren 12 Edelsteine drauf. Für jeden Stamm Israels ein Edelstein. 12 Stück. Weiß denn jemand, was in dem Brustschild drin war? Im Brustschild war Urim und Thummim. 12 Edelsteine und 2 Urim und Thummim. 12 Stämme Israels und 2 Zeugen. Wo kamen denn die Urim und Thummim her? Wo hat denn Mose die hergehabt? Das weiß niemand. Gott sagt nur, nimm Urim und Thummim und tu die da rein. Ja, aber der war doch in der Wüste, wo sollte denn? Man weiß nicht mal, was der Name bedeutet, Urim und Thummim. Die Bedeutung ist verloren gegangen. Man weiß nicht, was die bedeutet. Man vermutet Licht und Recht oder Licht und Gerechtigkeit. Selbst die Bedeutung der Namen im Hebräischen ist nicht mehr vorhanden. Hat man die gesehen von außen, die zwei? Nö. Man hat nur die 12 Edelsteine gesehen. Und Urim und Thummim, die waren versteckt, die waren verborgen.
Aber die waren da. Die konnte man sogar befragen. Die konnten reden, die konnten Gottes Willen sagen. Bis in die Zeit Sauls, Jonathans, Davids wurden die beiden verwendet, um das loszuwerfen. Wo sind denn die heute? Das weiß niemand. Ja, aber da müssen aber komische Steine. Ja, das waren lebendige Steine. Ach, das waren lebendige Steine. Mhm. Ach so. Also das heißt, man hätte 12 tote Edelsteine und 2 lebendige Steine? Ja. Wir haben ja auch 12 Stämme Israels unter dem Gesetz und wir haben 2 wiedergeborene Zeugen, oder? Wir haben 12 tote Edelsteine und 2 lebendige Urim und Thummim. Wir haben 12 tote Stämme Israels und 2 lebendige Zeugen. Warum sind die Zeugen denn lebendig? Weil die anbeten und weil ihr Herr, der gekreuzigt ist, weil die wiedergeboren sind. Die sind so geheim, die 2 Zeugen, wie der Name der beiden Urim und Thummim verloren gegangen ist. Selbst hebräische Wissenschaftler wissen nicht, was der Name bedeutet. Die 2 Zeugen sind so geheim, wie die 2 Urim und Thummim, die niemand sehen konnte von außen. Aber die sind so lebendig durch Gottes Geist, wie die 2 Urim und Thummim im Vergleich zu den 12 toten Edelsteinen. Das waren edle Steine, 12 Stämme Israels, aber sie waren aus der unbelebten Welt. Das ist ein Geheimnis, was wir hier sehen. Als Jesus die 5000 Menschen speist, bei der Speisung der 5000, da verteilt er 5 Brote und 2 Fische. Danach gibt es die Speisung der 4000, da verteilt Jesus 7 Brote und ein wenig Fisch. Jetzt zählen wir das mal zusammen. Wir wollen nicht spekulieren, gell? Aber es ist erstaunlich. 12 Brote und 2 Fische. 12 Brote aus der unbelebten Welt und 2 Lebewesen. 12 und 2. 12 Stämme Israels, 2 Zeugen. 12 edle Steine auf dem Brustschild, 2 lebendige Urim und Thummim. 12 Brote und 2 lebendige Fische. Am Tempel Salomos waren 2 Säulen. Die hatten Namen. Jachin und Boas. Und der Tempel Salomos, der beschreibt im Bild, wenn man will, die Gemeinde Gottes. Und an der Gemeinde Gottes sind noch 2 besondere. Ja, wer soll? Die 2 Zeugen. Die sind sowohl aus Israel als auch zur Gemeinde Gottes zugehört. Mehr als Sie und ich. Wir sind nämlich aus den Nationen, Gnadenwahl. Die sind aber aus dem Volk Israel. Die sind wiedergeboren. Die sind dem Fleisch nach aus dem Volk Israel und dem Geist nach gehören, die zu Jesus. Sagt es die Bibel? Ja, der gekreuzigt ist der Herr. Die beten an. Das ist die Schnittmenge zwischen Nationen, Gemeinde und Israels Gemeinde. Sind die 2. Und die sind lebendig durch den Geist Gottes. Das Brustbild des Hohepriesters, die Speisung der 5000, 12 und 2. 2 Säulen am Tempel Salomos. Das sind alles Bilder auf die 2 Zeugen. Aus dem Alten Testament? Ja. Ja, dürfen wir dann überhaupt? Ja. Macht Offenbarung 11 doch auch. Der ist ja wie Elia und wie Mose. Die 2 werden am Ende der Tage zum Glauben kommen an unseren Herrn Jesus. Und werden das Evangelium Gottes verkündigen in großer Vollmacht und Kraft. Mit Feuer vom Himmel als letztes großes, brennendes, leuchtendes Zeugnis an die Welt. Und die Welt wird sich ärgern darüber, wie sie sich immer geärgert hat. 3,5 Jahre. Bilder auf die 2 Zeugen. Kennen Sie das? Die Bundeslade, die ist mal verloren gegangen. Der alte Priester Eli, der war nämlich damals Priester in Israel und das Volk Israel kämpfte gegen die Philister. Und dann haben die Israeliten verloren und die Schlacht stand schlecht. Und dann hat der Eli die Bundeslade wie ein Maskottchen in die Schlacht schicken lassen. Und dann haben die Philister die Schlacht trotzdem gewonnen und die Bundeslade gestohlen. Jetzt war die Bundeslade weg. Das Heiligtum Gottes aus dem Tempel bei den Unreinen, bei den Philistern. Ach du liebe Herr Rein, geht alles schief. Aber Gott plagt die so sehr, er hat sogar den Fischgott Dagon auf den Boden geworfen und dem die Arme abgeschlagen, den Kopf. Der hat vor der Bundeslade, ich finde es schön, ja, die Bundeslade steht da und der Dagon liegt auf dem Boden. Das geschah mehrfach, wo Gott gesagt hat, ich bin der Herr, nicht der Dagon. Geschah im Tempel, sagt die Schrift. Als der Druck so groß wird, schicken die Philister die Bundeslade wieder zurück nach Israel. Und sie sagen, wir nehmen einen Wagen und wir nehmen 2 Kühe. Und das sollen Kühe sein, die säugen. Die sollen 2 Kälbchen haben. Und die Kälbchen, die behalten wir hier. Und wenn die Kühe den Wagen trotzdem zurück nach Israel ziehen, dann was vom Herrn. Und wenn nicht, dann was Zufall.
Und dann behalten die die Kälbchen bei sich und die Kühe ziehen den Wagen, blökend, schreiend, weil ihre Kälbchen zurückbleiben, weil das sind ja säugende Kühe, ziehen die den Wagen zurück und bringen das Heiligtum zurück nach Israel und werden dort geopfert auf einem Stein. Und die zwei Zeugen, sind die auch säugend? Ja, weil die hatten gerade Geburt erlebt. Wissen Sie, das ist ein Bild. Die bringen das Heiligtum, den Geist Gottes, zurück nach Israel und werden geopfert auf einem Stein. Auf dem Berg Zion werden die geopfert. Wissen Sie, das würde ja heißen, dass die Bundeslade und die zwei säugenden Kühe ein Bild wären auf die zwei Zeugen. Ja, ich habe das doch tief im Alten Testament. Ja. So wie die zwei säugenden Kühe das Heiligtum zurückbringen nach Israel, so bringen die zwei Zeugen den Heiligen Geist zurück nach Israel, speziell nach Jerusalem und werden dort geopfert werden. Jesus sagt, weh aber den Schwangeren und Säugenden in diesen Tagen. Erinnern Sie sich an den Vers? Wissen Sie, wen der da meint? Der meint die wiedergeborenen Menschen in Zion. Die sind nämlich dann schwanger und säugend. Wehe denen, denn die werden dann den Märtyrertod sterben. Merken Sie, auch diese Bibelstelle Jesu bekommt plötzlich Sinn. Jetzt sind wir sehr tief im Wort. Ich weiß nicht, ob Sie das noch so mitgehen können. Aber das ist eine gewaltige Sache. Wir können den Schlüssel plötzlich anwenden. Eldad und Medad weissagen im Lager. Mose sagt zu Gott, Herr, das Volk wird mir zu schwer. Ich kann das Volk allein nicht, ist ja auch deins Volk, ist ja nicht meins. Ja? Ich finde es so herzerfrischend, wie offen der redet, der Mose. So dürfen wir beten. Ja? Herr, es ist mir zu schwer. Ist doch da, ich bin doch deine Sache, zieh du mich doch. So dürfen wir beten. Ja? Schöne Sache. Jetzt sagt Gott zu dem Mose, nimm dir 70 Älteste und führ die hinaus vors Lager und dann will ich meinen Geist auf die legen und die sollen mit dir zusammen das Volk richten. Mose macht es auch, nimmt 70 Älteste, die gehen raus aus dem Lager, Gott legt seinen Geist auf die und die fangen an zu weissagen. Da kommt ein junger Mann zu Mose und sagt, Mose, da sind noch zwei im Lager geblieben, Eldad und Medad, die müssen auch mit raus, die sind im Lager, die weissagen im Lager. Da sagt Mose, was wollte ich denn lieber, als dass das ganze Volk weissagte? Lass die. Ja, habe ich gedacht, nur 68 sind raus und zwei sind im Lager geblieben. Da wäre doch normal, dass Mose sagen lässt, ruf die in Eldad und den Medad, die sollen auch außerhalb des Lagers, die sollen nicht im Lager weissagen. Die sollen auch außerhalb. Aber Mose sagt was ganz, ganz anderes. Der sagt, am liebsten wären wir... Das ganze Volk wird, nicht nur ihr 70 oder nicht nur die zwei und ihr 8, sondern alle. Warum sagt Mose das? Weil er ein Prophet ist. Was meint er denn damit? Er meint, wenn das kommt, dass das ganze Volk weissagt, dann wird Jesus kommen. Jetzt wird dann plötzlich verständlich, warum der Mose so, wie soll man denn da sagen, tolerant ist oder, ja, der sagt nicht nur, aber die zwei, Eldad und Medad, die weissagen im Lager und die zwei Zeugen weissagen im Lager in Jerusalem und die 68, die weissagten 2000 Jahre außerhalb des Lagers. Wissen Sie? Und Mose sagt, aber wenn das so ist, dass das ganze Volk, Joel, wenn das kommt, dass Gott seinen Geist auf Knechte und Mägde legt, dann wird Pfingsten da, dann ist Jesus. Was wollte ich lieber, als dass Jesus käme? Und die zwei haben sogar, die 68 haben keinen Namen, aber die zwei haben Namen, wie die zwei Säulen Jachin und Boas am Tempel Salomos. Das würde ja heißen, das ganze Testament ist voll von den zwei Zeugen. Ja, voll ist vielleicht zu viel gesagt, aber überall angedeutet, ja. Golgatha doch auch, die Wiedergeburt ja auch. Das ist kein Buch von Menschen geschrieben. Für mich ist das alles Gottes inspiriertes Wort. So dumm bin ich. Also die Torheit erlaube ich mir. Wenn ich das sehe, ich wäre ja unwissenschaftlich, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, wenn ich dann der Schrift nicht glauben würde. Eldad und Medad weissagen im Lager. Der Herr kam hernieder in der Wolke, redete mit ihm, nahm von dem Geist Mose, der auf ihm war, nimmt vom Geist Jesu, der auf Jesus war, und legt es auf die 70 Älteste, und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Es waren aber noch zwei Männer im Lager geblieben. Der eine hieß Eldad und der andere Medad. Und der Geist kam über sie, denn sie waren auch aufgeschrieben, jedoch nicht hinausgegangen zu der Stiftshütte, und sie gerieten in Verzückung im Lager. Da lief ein junger Mann hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad sind in Verzückung im Lager.
Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, der dem Mose diente, von seiner Jugend an und sprach: Mose, mein Herr, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm: Eiferst du um meinetwillen? Wollte Gott, dass alle im Volk des Herrn Propheten wären und der Herr seinen Geist über sie kommen ließe? Darauf kehrte Mose zu Malaka zurück mit den Ältesten Israels. Das ist unerwartet. Aber wissen Sie, mit diesem Schlüssel der Wiedergeburt Jerusalems und auch jetzt über den Umweg mit den zwei Zeugen, verstehen wir plötzlich, warum Mose so reagiert. Es macht Sinn. Zwei Ölbäume und zwei Leuchter. Das haben wir gelesen, auch in Offenbarung 11. Diese zwei sind zwei Ölbäume und zwei Leuchter. Und das war das, wo ich Sie gefragt habe, wo steht denn das im Alten Testament? Das ist Sacharja. Und wenn wir Sacharja lesen, dann steht hier: Der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Wenn Sie das verstehen wollen, brauchen Sie keinen klugen Kopf. Ihre Intelligenz entscheidet nicht darüber, ob Sie das verstehen, sondern ob Sie Gottes Geist haben. Es ist ganz einfach festzustellen, ob die Bibel inspiriert ist. Man muss Gottes Geist haben, dann kann man es verstehen. Ja? Es klingt so banal, es klingt so naiv. Ja? Aber und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold mit einer Schale obendrauf, auf der sieben Lampen sind und sieben Schnauzen an jeder Lampe und zwei Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Und ich hob an und sprach zu dem Engel, der mit mir redete: Mein Herr, was ist das? Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir: Weißt du nicht, was das ist? Sacharja, du bist doch ein Prophet. Das müsstest du doch wissen, was du siehst. Was sieht denn Sacharja? Sacharja sieht etwas ganz Besonderes. Ich sprach: Nein, mein Herr. Und er antwortete und sprach zu mir: Das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ja, das ist die Antwort auf die Frage, was das ist? Ja. Ja, was geschieht denn durch Gottes Geist? Na, Wiedergeburt. Dann würde ja der Leuchter und der Ölbaum würden ja ein Symbol sein für christlichen Glauben. Ja. Wissen Sie, was Sacharja da sieht? Die Leibesgemeinde Jesus sieht er. Die besteht nämlich aus einem Leuchter aus den Nationen und aus zwei Ölbäumen. Einer links und einer rechts. Und in der Mitte der Leuchter. Das Evangelium fing an in Israel, Ölbaum. Ging aus zu den Nationen, Leuchter. Und findet seinen Abschluss in Israel, Jerusalem. Ölbaum, Leuchter, Ölbaum. Das heißt, die Gemeinde Jesu fing an in Israel, Juden, ja. Und ging dann nach Frankreich und nach Deutschland und in Schwabenländle und Westerwald, ja. Und dann geht es wieder nach Israel zurück, ja. Ja, dann hätte man ja einen Ölbaum und einen Leuchter und einen Ölbaum, ja. So wie es hier steht. Dann wäre die Antwort des Engels ja sehr plausibel, dass das geschieht durch Gottes Geist. Jetzt ist der Sacharja aber klug. Der fragt nämlich nochmal nach. Und er sagt, Vers 11, und ich hob an und sprach zu ihm: Was sind die zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und ich sprach weiter: Was sind die beiden Zweige der Ölbäume bei den zwei goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl herabfließt? Da sind nochmal zwei Zweige zusätzlich an den Ölbäumen. Zwei Zeugen, zwei Zweige? Der hat noch genauer hingeschaut und fragt nach. Und er sprach zu mir: Weißt du nicht, was sie sind? Ich aber sprach: Nein, mein Herr. Und er sagte: Es sind die zwei Gesalbten, die vor dem Herrscher aller Lande stehen. Eine fast unverständliche Antwort. Sacharja ist sehr, sehr geheimnisvoll. Aber wenn wir jetzt unseren Schritt machen zurück zu Offenbarung 11, dann lesen wir in Offenbarung 11, dass diese zwei Zeugen die Leuchter sind und die beiden Ölbäume stehen vor dem Herrn der Erde. Und da schließt sich jetzt unsere lange Reise durchs Alte Testament, und wir kommen zurück zu Offenbarung 11. Wer sind denn jetzt die zwei Zeugen? Jetzt haben wir ganz viele Bilder gesehen, aber wissen Sie nicht, wer die sind. Jetzt haben wir aber schon gesagt, okay, wir wissen, dass Jerusalem belagert wird am Ende der Tage. Ja, dass Jerusalem in den Krieg kommt. Ja, Israel und belagert wird, der Vorhof den Heiden gegeben. Und dann in dem Tempel beten die an. Das ist der übergebliebene Überrest, wie unter Hiskia. Und das haben wir in Sacharja 14 auch. Und wenn Sie Sacharja 14 lesen, dann steht hier etwas sehr, sehr Ähnliches.
Siehe, es kommt für den Herrn die Zeit, dass man in deiner Mitte unter sich verteilen wird, was man dir geraubt hat. Denn ich werde alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem, nicht Israel, nicht durcheinander werfen. Ich werde alle Nationen, alle Heiden sammeln zum Kampf gegen Jerusalem und die Stadt wird erobert und die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Also Sacharja schreibt davon, dass Jerusalem am Ende der Zeit belagert werden wird und mit dem Krieg. Aber wer sind jetzt die zwei Zeugen? Jetzt lesen wir Sacharja 12. Zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Also Gott wird, wie in Joel steht, über das Haus David und über die Bürger Jerusalems den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Moment mal, Jesus sehen kann man nur, wenn man wiedergeboren ist, sagt Jesus selber. Das würde aber doch heißen, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem Gottes Geist haben, den Geist der Gnade und des Gebets, und dass sie den Durchbohrten sehen können. Ja, dann wären die ja wiedergeboren. Merken Sie, mehr sage ich gar nicht. Das habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Und sie haben den Schlüssel jetzt und können die Bibelstelle aufschließen, können das verstehen. Denn sie sehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind. Und sie werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Das ist der Erstgeborene Gottes. Und da wird beschrieben, wie die weinen. Und zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Haben sie denn auch? Ja, im Blut Jesu. Das Blut Jesu wäscht uns rein, Johannesbrief, von aller Sünde. Das heißt, hier werden Menschen beschrieben, über die der Geist Gottes ausgegossen worden ist. Hier werden Menschen beschrieben, tief im Alten Testament, die den Durchbohrten sehen. Wissen Sie, das wusste kein Jude damals, was damit gemeint sein soll. Wer ist denn der Durchbohrte? Sie sind Christen, Sie wissen, das ist Jesus. Aber bis heute in der Synagoge wird Ihnen jeder Jude sagen, weiß nicht, wer der Durchbohrte ist. Und das sind Menschen, über die der Geist Gottes ausgegossen ist, die den Durchbohrten sehen können und die einen offenen Quell gegen die Sünde und Unreinigkeit haben. Und die weinen über ihre Sünde und über, darüber, dass sie Jesus sehen. Wissen Sie, das ist, wenn jemand sich bekehrt, dann fängt er an zu weinen und sagt, der tut Buße, der kehrt um. Das ist ein ganz unmodernes Wort, der tut Buße, der kehrt um. Das würde ja bedeuten, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem wiedergeboren sind, ja, dann wären das die zwei Zeugen. Dann hätte man 12 Stämme Israels und 2 Volksgruppen. Also nicht Mose und Elia, ja, ähnlich wie Mose und Elia, aber 12 Stammesgruppen, 2 Volksgruppen, die so verborgen sind, dass sogar der Name Urim und Thummim verloren gegangen ist, die aber lebendig sind durch Gottes Geist, dann wäre das ja der Abschluss, das Haus David und die Bürger zu Jerusalems. Über die wird der Geist Gottes ausgegossen und die bilden die 2 fehlenden Stämme, wie die 2 Fische zu den Broten, wie die 2 Säulen am Tempel Salomos. Und jetzt haben wir eigentlich das Brustschild vom Hohen Priester aufgemacht und haben da reingeguckt. Jetzt wissen wir immer noch nicht, wo Mose die her hatte, das bleibt auch ein Geheimnis. Das weiß, wo die heute sind, das weiß niemand. Aber wir wissen jetzt, wer die 2 Zeugen sind. In aller Bescheidenheit dürfen wir das sagen. Das war jetzt sehr kompliziert. Wir kommen jetzt auch zum Schluss, dass ich Sie da nicht so ganz überfordere mit. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems wird der Geist der Gnade ausgegossen und des Gebets. Sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden einen offenen Born haben. Hier wieder das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, einen offenen Quell gegen Sünde und Befleckung. Was heißt das jetzt für uns konkret in unserem Alltagsglaubensleben? Das müssen wir noch zum Schluss, den kurzen Schwenker müssen wir auch machen. Ich für meinen Teil muss sagen, wenn ich das lese, kann ich Gott nur anbeten. Und ich staune, was die Bibel enthält. Das führt mich zur Anbetung. Und ich sage, Herr, du hast recht, dein Wort ist wahr. Wenn das alles wahr ist,
dann ist auch wahr, dass Gott den glimmenden Docht nicht auslöschen wird, das geknickte Rohr nicht zerbricht, dass er den verlorenen Sohn nach Hause holt, dass er den verlorenen Groschen findet, das verlorene. Wissen Sie, dann ist das alles wahr. Dann sind, wenn die Großen, wenn wir dazu sagen wollen, dann sind die kleinen Dinge ja auch wahr. Vielleicht sind das die kleinen Dinge und der verlorene Sohn ist das Große. Ja, dass Gott sich für die Großen und für die kleinen Dinge sorgt. Dann sehen wir, dass die Bibel diese Entsprechungen hat und inspiriertes Wort Gottes ist. Das ist der zweite Punkt. Das heißt also, das hat einen Anbetungsgrund. Das hat einen Grund, dass wir sagen, die Bibel ist wahr. Aller Annahme wert, sagt Paulus. Der dritte Grund wäre, dass wir sagen dürfen, wenn Gott sein Wort so öffnet, wie wir das jetzt heute Abend haben, und ich danke für die Geduld, die Sie da haben, wenn Gott sein Wort so öffnet und wir aus Johannes 3 anfangen und plötzlich in Matthäus 25 enden und in Offenbarung 11, ob es dann so sein könnte, dass Jesus kommt? Vielleicht jetzt nicht morgen. Jesus sagt, niemand weiß den Zeitpunkt, nicht mal der Sohn, allein der Vater im Himmel. Niemand kann den Zeitpunkt errechnen. Sie wissen jetzt, wann der Zeitpunkt kommen wird. Wenn Sie sehen werden, dass Jerusalem belagert wird mit einem Heer, dann müssen Sie wach sein. Wenn Sie sehen, dass Jerusalem eine religiöse Rückbesinnung erlebt, dann erinnern Sie sich vielleicht an 1. Thessalonicher 5 oder an die Bibelstunde heute Abend. Dann wissen wir, das ist ein Tag. Vielleicht darf man von da aus zählen. Ich mag nicht spekulieren, aber so dieser kurze Gang durch die Bibel zeigt mir eigentlich, das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Wir haben so unruhige Zeiten. Viele Menschen haben Angst. Viele Menschen hatten vorher schon Angst. Wir haben die Flüchtlingskrise, wir wissen nicht, was kommt. Viele politische Wirren sind um uns herum. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Gott ist in ihr drinnen. Und diesen Glaubenstrotz, den nehme ich mir schon mal in den Alltag mit. Die vierte Konsequenz, Sie können sich vielleicht noch ein paar ausdenken, ist die, lasst uns die Zeit auskaufen. Im Geschäft den Leuten von Jesus sagen. Sagen hier, der Herr kommt. Und wir selber sind Begründete im Wort. Wir glauben nicht irgendwelchem Wirrwarr, sondern einem Wort, was Kaiser und Könige geglaubt haben. Warum sollen wir denn nicht auch glauben, oder? Kaiser Wilhelm war ein Christ. Das ist doch ein gewisser Glaubensstolz, oder? Darf man doch auch haben. So ein bescheidenen Stolz. Paulus sagt, wir rühmen uns nun der zukünftigen Herrlichkeit. Das heißt auf Neudeutsch, wir geben ein bisschen an, weil wir gehören zum König aller Könige. Wir kriegen ja auch manchmal Schläge dafür. Aber es wäre auch blöd, wenn man im Himmel ankommt und sagt, es hat immer so gelangt. Ich bin immer so durchgehuscht. Ja? Die Apostel haben gesagt, sie waren stolz darauf, für Jesus auch mal Schläge zu leiden. Wenn die Wahrheit in einer Welt der Lüge gepredigt wird, das muss wohl Ärger geben, sagt der Spurgeon. Und der wusste auch, wovon er spricht. Können Sie da so mitgehen, die Gedanken? Das war jetzt sehr viel. Ja? Ich mag das so gerne. Weil ich so ein Zweifler bin. Und man müsste jetzt auch Zeit haben, das noch ein bisschen noch mal vielleicht morgen oder übermorgen, wenn das ein bisschen gesagt ist, dann könnte man viele Dinge sehen, auch Offenbarung 11 müsste man noch, weil jetzt haben wir schon spät. Das war nur mal so angeteasert. Vielleicht haben wir noch mal einen der Abende Zeit, dass man mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, noch mal Offenbarung 11 im Detail liest und plötzlich gehen Ihnen die Augen auf. Und ich bin so froh, dass ich Jesus gefunden habe. Oder? Ja. Amen. Also, was wollte man denn sonst sagen, ne, von dem Leben? Schön. Also jetzt machen wir auch Schluss. Ich glaube, wir haben jetzt auch 20 nach 9. Wir beten noch zusammen.